Eine Erinnerung an einen Strandspaziergang. Jetzt ist sie Kunst. Kunst aus Bakterien, die auf einem alten Dia wachsen. Digital vergrößert werden daraus mehrere Meter große Bilder. Dias mit Bakterien infizieren, die Idee hatte Wolfgang Ganter. Der Anfang dieser Arbeit kam eigentlich als Nebenprodukt. Ich habe, während ich noch Kunst studiert habe in Karlsruhe, habe ich auf dem Sperrmüll immer wieder Dias gefunden und habe die mitgenommen, weil ich wusste, das sind Originale und Momente aus dem Leben von anderen Menschen und das soll nicht weggeschmissen werden. Dafür aber von Bakterien zerfressen. In seinem Berliner Atelier züchtet Wolfgang Ganter verschiedene Bakterienstämme, die er dann auf Dias aufträgt. Die fertigen Bilder verkauft Wolfgang Ganter für bis zu 6.000 Euro. Dabei wollen viele Käufer gar nicht wissen, woraus die Kunstwerke genau bestehen. Ich habe es schon ein paar Mal leider geschafft, mich selbst zu infizieren. Mein Auge hatte ich einmal infiziert, das war groß geschwollen, alles Weiße war gelb. Und nach einer Woche war dann alles aber wieder gut, war ich sehr erleichtert. Diese Kiste ist ein selbstgebauter Brutkasten. Bakterien brauchen viel Wärme, damit sie aktiv werden und wachsen. Dafür lässt ihnen Wolfgang Ganter Wochen, Monate, manchmal auch mehrere Jahre Zeit. Zehntausende Bilder schaut sich Wolfgang Ganter jedes Jahr an und sortiert sie aus. Die Wachstumsmuster der Bakterien sind zufällig. Da er aber schon mit vielen Bakterien gearbeitet hat, kann er das Ergebnis manchmal erahnen. Ich habe eine relativ hohe Ekelgrenze, das braucht man auch bei der Arbeit. Und die Faszination dafür, was da wirklich passiert und wächst und wie sich verändert und wie man eben in diese Verfallsprozesse eingreifen kann und sie steuern kann, interessiert mich viel zu sehr, als dass ich mich davon bremsen lassen würde. Der nächste Arbeitsschritt. Wolfgang Ganter hat eine Kamera auf ein Mikroskop montiert und schießt bis zu 2000 Fotos von jedem Dia. Die Fotos setzt er dann am Computer zusammen. So werden aus den nur wenige Zentimeter kleinen Dias riesige Abzüge. Ich definiere mich nicht als klassischen Künstler. Ich versuche mich eigentlich möglichst wenig zu definieren und offen zu bleiben, auch wenn meine Arbeit mich zu einem Punkt bringt, wo ich merke, das interessiert mich mehr als das, was ich bisher gemacht habe, dann werde ich einfach auch wieder abrupt wechseln, weil ich dann mir selbst treu bleiben kann. Eine besondere Ehre. Vor 2 Jahren durfte Wolfgang Ganter berühmte Gemälde im Pariser Louvre abfotografieren. Die so entstandenen Dias weltbekannter Kunstwerke hat er dann dem Verfall preisgegeben. Beispielsweise der Turmbau zu Babel von Pieter Bruegel, dem Älteren. Seine Bakterienbilder präsentiert Wolfgang Ganter auf Ausstellungen auf der ganzen Welt. Mehr als 2 Millionen Dias hat Wolfgang Ganter schon gesammelt. Regelmäßig kauft er neue, meist im Internet. Beim Durchgucken stößt er immer wieder auf außergewöhnliche Momente im Leben anderer, ihm fremder Menschen, die er gar nicht mehr weiter bearbeiten möchte. Was mir selber gut gefällt beim Arbeiten ist, dass es nicht langweilig wird. Es gibt immer wieder neue Sachen, die man ausprobieren kann. Es ist ein Riesenfeld. Jedes Bakterium hat andere Reaktionen, zumindest viele sind sehr unterschiedlich. Fast vergessene Erinnerungen, die auf Dias von Bakterien zerfressen werden und gerade durch diese Art des Verfalls für die Zukunft erhalten bleiben.